Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 3 oder Vorschau Nummer 3 von Rising Constellation. Wie ihr hier so auf dem kleinen Bildschirm seht, Quit Tutorial End the Game oder Resume the Game. Mehr geht da gar nicht, das ist ein bisschen doof, aber das ist Early Access, da ist halt noch nicht alles drin. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich ist das überhaupt sowieso nicht möglich zu speichern, weil man spielt ja gegen andere und das ist bestimmt irgendwie sowas wie ein Live-Spiel, ne? Könnte sein. Oder es wird gespeichert, wenn der Letzte aus dem Spiel geht, das könnte natürlich auch sein. Aber ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns den dritten Teil dann an, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. First bring your back to your system. They will serve as an escort for your colonization ship. Ja, ich habe ihn zurückgebracht. Mein Problem ist aber nur, der hat es nicht geschafft. Der hat den anderen Planeten nicht da befriedet, sozusagen. Was muss ich denn da jetzt machen? Ich müsste ihm ja hier wieder drei von diesen Typen da geben, aber geht ja auch nicht, ne? Drei Orbits. Ah, jetzt fliegt er da wieder hin. Aber er fliegt ja leer dahin, das bringt mir ja auch nichts, ne? Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, wenn er erst einmal fliegt, dann fliegt er, ne? Oder wie ist das? Und kommt auch gleich wieder. Ja. Ja, wie kriege ich den jetzt wieder bewaffnet? Das ist die Frage, ne? Er ist jetzt wieder hier. Ah, jetzt geht's dann, dass ich da wieder was reinbaue. Eins, zwei, drei Bomber. War ja so verlangt, ne? Baut er. Sind alle gebaut. So, rauszoomen. Ich weiß natürlich nicht, war das das, wo ich hin sollte? Kann ich auch zurück? Ah, ich kann auch zurück. This is your target. This system is autonomous. Ich wüsste aber gerne, wo das Target ist. Also ich würde jetzt das nehmen, aber wissen tue ich es auch nicht, ob das das Richtige ist. Das stand hier halt, ne? Nötsch. Tenet machen wir nochmal, ne? Vielleicht klappt es ja diesmal. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich hier getan habe. Actions steht hier nix. Ah. Der macht's, glaube ich, gerade. Hier dieser Balken ist es wahrscheinlich. Oder dieser, ja, keine Ahnung. Filter, der uns sagt, dass das ist, was ich haben will oder was er machen soll. Conquest, ne? Strike, alles nix hier. Der Conquest hat er ein. Ich hoffe, das endet jetzt gleich für uns positiv. Red Dwarf. Ein roter Zwerg ist das. Und wieder Fehler. Close. Move. Ah, jetzt ist er noch da abgehauen. Ah, da war, können wir da jetzt reingucken, aber unclaimed. Es ist doof, dass ich nicht weiß, welches System ich hier sehen kann. Ja, definitiv ist er wieder zu Hause, ne? Aber ich weiß nicht, was er macht oder nicht macht, ne? Kann ich den zumachen? Ja, kann ich den wieder aufmachen? Aber dann sind trotzdem die Plätze hier nicht frei. Actions.
Awaiting orders. Center on agent. Okay. Recall. Wo kriege ich den jetzt weg? Ah, jetzt wieder. Kein Mensch weiß, was das ist. Ja, wieder drei, ne? Ist halt so. Werden schnell gebaut, das ist auch klar. Unsere Ressourcen sind wahnsinnig. Und jetzt kann ich da das dritte Mal hinfliegen, sozusagen. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das das Richtige ist, ne? Unclaimed. Nee, das ist es bestimmt nicht, weil ich glaube schon, dass es Autonomous System sein sollte. Wir greifen da wieder an, oder? Kann man die verbessern? Wahrscheinlich nicht, ne? Also doch, kann man, aber noch nicht im Tutorial eigentlich, ne? Er fliegt wieder rüber. Er versucht's wieder. Wir greifen wieder an. Wir sehen auch nicht, was hier ist, ne? Keine Werte, nichts gescoutet. Hier sind natürlich schöne Plakineten, so ist nicht. Guten Forschungswerten. Aber mehr sehe ich jetzt auch nicht hier. Protection, Determination. Celery. Er macht's auf jeden Fall. Das ganze System wird bombardiert, schätze ich mal dann. Und ich glaube, er wird da nicht erfolgreich. Wieder Fehler. Wenn das hier die 42 von uns sind, ne, von denen sind, dann brauchen wir da ganz schön lange. Also ich glaube, das System ist es nicht, was wir bombardieren sollen, oder? Aber welches sollten wir bombardieren? Wenn ich hier jetzt zurückgehe, this system is in, you are now ready. So, jetzt gehen wir mal auf die Karte, klicken Next, ja, und der fokussiert, denke ich mal, hier drauf, ne? Also sollen wir doch da hin, aber das wird nichts, ne? Also das System ist wohl leer, weil er da immer hin abhauen kann, ne? Ja, was machen wir jetzt weiter hier, ne? Da ist Stopp. Fighter Formation, okay. Aber das will ich alles nicht machen, weil das Tutorial das nicht möchte, dass ich das mache vielleicht, ne? Deswegen ist das nicht so gut. Er ist da. Wir können wieder bauen. Na, da komme ich auch nicht hin. Ich kann es nur so machen, aber ich kann ja auch noch die zweite Linie und sowas da machen, ne? Vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter. Machen wir nochmal drei und dann fliegen wir damit hin. Ja, der ist jetzt auch Tenet, ist ja jetzt auch aufgerufen worden automatisch hier, ne? Er fliegt wieder dahin und kommt gleich an und macht wieder was. Diesmal haben wir 9 Bomber mit. Vielleicht klappt es ja diesmal besser. Hier ist auf jeden Fall Level 3 schon. Der hat sich verbessert, ne? Die Lücken sind, glaube ich, immer noch die gleichen hier, oder? Wahrscheinlich bauen die auch wieder auf. 50 Sekunden noch. Gucken, dass wir es hinkriegen.
Invasionspower 0. Bombing Power 18. Okay. Und da kann man noch die Art und Weise wahrscheinlich, wie die vorgehen, reinschreiben, auswählen. Gut, schauen wir mal. Der Sentinel ist jetzt hier nicht so der Bringer, oder? Hat's hier gerade aufgeblinkt? Weiß nicht, ne? So, jetzt kommen wir dem Ende nahe. Jetzt wieder die Frage, welchem Ende? Unserem oder dem System sein Ende? Wieder Fehler. 18:35. Also ich glaube, jetzt sind wir hier definitiv mit 18 Punkten da gewesen und müssen gegen 35 kämpfen. Okay. Das bedeutet, unser Problem liegt darin, dass wir das zu wenig Kampfkraft haben. Military ist. Nein, ich will es nicht, weil es ist nicht gewünscht, sozusagen, dass ich das mache. Wahrscheinlich das Tutorial erhängt mich sozusagen nachher. So, er ist jetzt da und wir machen mal eine Vollausrüstung. Jetzt haben wir nicht genug Viehs. Wo ist denn das jetzt? Okay. So, ich glaube, das waren eben 18 und jetzt sind es 24. Ich glaube, wir fliegen mal mit voller Staffel dahin. Noch zwei. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Okay, Bombard. Aber wir sollen ja Pillage machen, oder? Schauen wir mal, oder? Vielleicht klappt es ja diesmal. Er ist jetzt da und braucht anderthalb Minuten, da was zu reißen. Schauen wir mal. Dauert noch ein bisschen. Ja, Musik ist cool. Aussehen ist ein bisschen trist, so dieses Grau in Grau. Das finde ich jetzt nicht so toll. Nur die Planeten sind jetzt hier bunt. Man hätte ja hier wenigstens noch was Buntes machen können oder sowas. Die Bilder auf jeden Fall oder so. Ja, hier oben, das ist alles, ist nichts Schönes, das Graue, ne? Aber naja, ich sag mal, das Layout ist ganz gut gemacht, denke ich mal. Alles soweit verständlich. Wir müssen expandieren, ist auch klar. Spielprinzip ist klar. Soweit sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber man müsste es halt im Real Life mit anderen Spielen sozusagen, um zu sehen, wie es ist. Und Tutorial ist jetzt nicht so der Punkt, wo man das kennenlernen kann, denke ich mal. Aber ja, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir den Angriff jetzt hier noch schaffen und ein Stück weiterkommen. Sieht ja jetzt gerade nicht so aus, dass es vorangeht. 20 Sekunden noch, die wollen wir jetzt auch noch abwarten und hoffen, dass dann das Einnehmen dieses Planeten geschafft ist. Und gucken wir dann, wie es weitergeht. Die letzten 10 Sekunden laufen schon. So, 3, 2, 1, Fehler. Success. Ne, wir haben es diesmal geschafft. So. Gut, okay. It's time to expand your expand. Ja, hatten wir schon. First bring your mana back to your system. Okay, ich muss den wieder zurückbringen. Fliege darüber. They will serve as an escort for your Dingens. Klar, das müssen wir aber noch bauen. Hypersleep Chamber. Hypersleep Chamber. Jetzt brauchen wir nämlich ein Patent. Economic, Military, da sind sie. Next. You can place a colonization ship on one of your nurses. Empty Teil. Haben wir aber kein Empty hier. Ist aber auch nicht schlimm, weil können ja dann da eins setzen. So, das wird gebaut. Eigentlich müsste das ja länger dauern. Aber es geht auch relativ fix. So.
The same ways of weapon and you will need to apply Alex to be allowed to administer on energy in the chase a policy slot and apply the Proto Empire Alex. Jetzt muss ich ein Teil hier, wie war das hier? Proto Empire kaufen und dann Slot hier kaufen. Und da müsste ich die Policy hier machen, oder? Hier müsste ein Button kommen, oder nicht? Aktiv Lexus 1. Ich muss da nochmal draufklicken, um es zu aktivieren. Alles klar. Gut, das läuft. Next. This is your target system is an empty system. It can be colonized but remain uninhabitable for the moment. Okay, dann soll ich jetzt. Den habe ich besiegt und soll dahin fliegen. Auch cool, oder? Ja, dann mal los. Enter the system and click on the colonize action. Colonization takes some time and will consume your colonization ship. This action cannot fail. Okay. Das kann nicht schief gehen. Alles klar, dann haben wir ja mal was geschafft, ne? Das ist dann weg. Und ich sehe aber nirgendwo, ja, vielleicht ist er noch nicht angekommen. Wahrscheinlich wird das hier gleich auch in der Mitte drehen. Oder ist er doch? Ne, er ist ja schon da. Steht ja hier. Dreht das grüne Ding hier durch? Könnte sein, oder? Ich glaube ja. Okay, congratulations, Algata is yours. Under the watchful gates of Navaj, Liko government's connection efforts were successful. It's now time to construct the system first building. Okay. Level 5 reach, der hier, okay. Enter the system and action. Colonize next time. Okay, das haben wir schon gehabt. Congratulations, Review. Aber wisst ihr was? Wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.